Das Rätselraten um Scorn ist vorbei. Nach etlichen Verschiebungen ist das Adventure, das Horrorspiel, der Ego-Shooter, endlich da. Für PC und Xbox Series X und S gleich zum Start weg im Game Pass. Und doch geht das Rätselraten um Scorn gerade erst los. Das Spiel ist ein Erlebnis, wunderschön und zugleich auch oft ekelhaft. Wie ein einziger großer Fiebertraum des Alien-Designers H.R. Giger. Nach 6 Stunden, so lange hatte ich für meinen ersten Durchlauf gebraucht, habe ich jedenfalls viel gesehen, viel bestaunt und wenig verstanden. Scorn gibt keine Antworten, aber es lässt viel Raum für Interpretation. Es ist ein gewaltiges Kunstwerk mit eindrucksvollen Bildern. Ein gutes Spiel ist es hingegen eher nicht. Und doch eines der interessantesten Spielerlebnisse des bisherigen Jahres. Wer den Magen dafür hat, sollte es sich also auf keinen Fall entgehen lassen. Dieses Video wird euch präsentiert von Manscaped. Damit es beim Rasieren nicht zu unschönen Unfällen kommt und ihr im Bart plötzlich nur noch rot seht, haben die Experten von Manscaped das Performance Package 4.0 für euch zusammengeschnürt. Lasst den Horror nur auf dem Bildschirm stattfinden und macht es wie über 7 Millionen Männer weltweit, die auf die Körperpflegeprodukte von Manscaped vertrauen. Im Performance Package bekommt ihr den wasserdichten Lawnmower 4.0 Rasierer, den Weed Whacker Nasenhaartrimmer und coole Pflegeprodukte. Und wenn ihr euch noch die Krallen trimmen wollt, damit ihr nicht irgendwo peinlich stecken bleibt, werft mal einen Blick auf das Shears 2.0 Nagelset von Manscaped. Mit dem exklusiven Code GAMESTAR gibt's übrigens nochmal 20% Rabatt und natürlich kostenlosen Versand auf manscaped.com. Scorn kommt ganz ohne Worte aus. Es gibt keine Sprachausgabe, keine Dialoge und auch keine Texte. Wir erkunden hier eine mysteriöse Alien-Welt, wobei Alien, also fremd, sind ja eigentlich nur wir als Betrachter. Die Figuren, die wir hier steuern, das sind in irgendeiner Form Einwohner dieses Planeten, die in einer merkwürdigen Symbiose mit den biomechanischen Konstruktionen dieser Welt leben oder überleben, wiedergeboren werden. Da geht's schon los mit den Interpretationsmöglichkeiten. Spielerisch bleibt das Ganze eher oberflächlich. Wir laufen durch jede Menge Gänge, kommen immer mal wieder auch in verzweigtere Regionen, die im ersten Moment wirken, als gäbe es hier vielleicht mehrere Lösungsansätze, mehrere Wege. Tatsächlich stößt man dann aber doch meist eher auf Sackgassen, bis man den nächsten Schalter gefunden hat, das nächste kryptische Schieberätsel gelöst oder ja, vielleicht einfach nur den nächsten leuchtenden Punkt für seine Türfernbedienung gefunden hat. Und ja, auch Kämpfe sind ab und zu mit dabei, aber die sind tatsächlich die größte Schwäche von Scorn. Sie sind träge, frustrierend und einfach langweilig. Aber man kann ihnen oft aus dem Weg gehen, denn die Feinde auf dieser Welt sind eigentlich eher Tiere, irgendwelche Wesen, die einen selbst in Ruhe lassen, wenn man sie in Ruhe lässt. Wenn man ihnen aus dem Weg geht, kann man viele Konfrontationen umgehen und das sollte man auch, denn die Munition für die wenigen Waffen ist rar, genau wie übrigens Medkits. Genau das sind diese komischen Dinger hier, wie alles im Spiel sieht auch das ziemlich eklig aus. Flucht oder Zurückhaltung ist im Kampf also meist die beste Wahl. Scorn hat aber auch einen der frustrierendsten und langsamsten, trägsten Bosskämpfe, den ich seit langem erlebt habe, und um den kommt man nicht herum. Da habe ich mich dann schon manchmal gefragt, wofür mache ich das eigentlich? Die Antwort lautet Nummer 1, das ist mein Job, und Nummer 2, für solche Bilder hier. Denn Scorn ist
unglaublich schön. Ja, es mag vielleicht nicht sonderlich einfallsreich sein, einfach ein komplettes Spiel lang den Stil von HR Giga zu kopieren. Aber andererseits, abgesehen von Alien und Species, wo haben wir denn diesen sehr markanten Stil mal in popkulturellen, also in einem Medium, in der Breite erleben können, abgesehen von seinen Kunstwerken selbst? Ich hatte mich nach 6 Stunden Spielzeit jedenfalls immer noch nicht an dieser Welt und ihren ganzen Details satt gesehen. Technisch macht Scorn dabei übrigens eine gute Figur. Ich hatte überhaupt keine Performance-Probleme. Nur einmal bin ich mal an einer Stelle hängen geblieben und musste tatsächlich einen Spielstand neu starten, weil meine Figur sich nicht mehr weiter bewegen wollte. Das war aber die totale Ausnahme. Anders als ursprünglich mal angekündigt, unterstützt Scorn auf dem PC jetzt aber doch nicht Direct Storage. Es hätte ja eigentlich das erste Spiel für diese Technologie sein sollen. Das System wird nur auf der Xbox Series X unterstützt. Aber auch so sind die Ladezeiten auf einer SSD absolut nicht der Rede wert. Der Rede wert ist hingegen das Design und die Atmosphäre des Spiels. Gerade das Gefühl der Verwunderung hat mich beispielsweise an meine Kindheit erinnert, als ich das erste Mal vor rund 30 Jahren Myst gespielt habe. Das hatte noch etwas knackigere Rätsel und letztlich auch mehr Story, aber dieses Gefühl, eine Welt zu betreten, die in sich geschlossen ist und die ich als Fremder nie so ganz durchblicken werde, dieses Gefühl zieht sich auch durch Scorn. Nur dass hier alles viel düsterer, viel blutiger, gewalttätiger ist. Scorn zelebriert regelrecht seine Gewaltdarstellung, das hat schon fast was Voyeuristisches. Es unterstreicht aber auch, wie erbarmungslos und unverständlich zum gewissen Grad diese Welt ist. Als künstlerisches Werk ist es also inhaltlich durchaus streitbar. Dass das hier aber Kunst ist, kann man hingegen nur bestreiten, wenn man ein absoluter Ignorant ist. Und die ganze Diskussion um Spiele als Kunst ist ja zum Glück inzwischen auch schon ein bisschen durch. Oh, eine Sache übrigens noch zu den Kämpfen, weil die durchaus frustrierend sein können, denn die Ressourcen sind knapp bemessen. Es gibt also wenig Munition, wenig Medpacks und der Nahkampfangriff muss sich auch nach 2 Angriffen erstmal wieder aufladen. Auch ein Grund, warum sich das Ganze so träge anfühlt. Ihr könnt leider keine unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade auswählen. Also wer wirklich nur einen Walking Simulator mit ein paar kleinen Rätseleinlagen haben will, hat hier kein Glück, obwohl das tatsächlich für dieses Spiel die bessere Option gewesen wäre. Besonders aber, wenn ihr es im Game Pass sowieso mit dabei habt und vielleicht 1-2 Abende Zeit, dann spielt es mal durch, es wird euch in Erinnerung bleiben.